Oha, der Typ. Puh, Jimbo, echt zu krass. Oh mein Gott, 100% Kickli. Oder auch nicht. Voll vergessen. Die haben ja was geändert an den IVs. Deswegen 100% Kickli wurde zwar angezeigt, ist aber leider keins. Aber darüber reden wir jetzt genauer. Alter, was geht ab, Leute, Hong hier? Es gibt ein paar interessante Neuigkeiten. Oder eine interessante Neuigkeit. Kam gestern raus. Habe ich auch am Ende des Videos auch schon ganz kurz erwähnt, dass ich das darüber heute noch reden werde. Und viele YouTuber, andere Leute, Gruppen, die das haben auch schon drüber diskutiert, geredet. Das ist sogar meiner Meinung nach ein bisschen, wie nennt man das, zu gehypt. Also auf den ersten Blick sieht es natürlich krass aus, aber wenn man genau hinschaut, dann ist es eigentlich gar nicht so eine große Veränderung. Und ihr kennt mich, ich bin ein direkter Typ, ich bin auch ein aktiver Spieler und deswegen meine Meinung, meine Perspektive ist immer die von einem aktiven, normalen Spieler. Also was ist anders? Neues, ich muss mal kurz hier schauen. Dass IVs und Movesets und anscheinend auch Größe und Gewicht anders sind. Genauso wie bei Shiny, individuell, aber auch nicht ganz individuell wie bei Shinies. Also bei Shinies ist es ja wirklich komplett spielerbezogen. Bei jedem Spiel ist es anders, selbst wenn er dasselbe Level hat. Und deswegen ist Shinies auch relativ uninteressant für mich. Aber das ist ein anderes Thema. Also dieses Thema, jetzt kann man großartig aufziehen und dann schneidet es sich auch mit anderen Themen wie Spoofing, Botting, Maps und sowas. Also ich will gar nicht so viel labern und diese ganzen anderen Themen will ich auch gar nicht ansprechen. Da können wir auch mal andere Videos, einzelne Videos drüber machen. Auf jeden Fall, Shinies vollkommen uninteressant für mich. Wieso? Das können wir auch mal in einem anderen Video besprechen. Hauptsächlich, weil es einfach nur random Glück ist. Entweder kriegst du es oder kriegst du es nicht. Also dementsprechend, was soll man da großartig jagen oder machen? Entweder hast du ihn oder du hast ihn nicht. Und jetzt das, die neue Änderung. Macht es nicht ganz individuell. Also anscheinend ist es von Level 1 bis 24 unterschiedlich. Genauso wie bisher die CP waren, also WP auf Deutsch, von 1 bis 29. Genauso können die Werte unterschiedlich sein von 1 bis 24. Kurzes Beispiel. WP-technisch war jetzt zum Beispiel alle Level 30 und drüber. Hatten, wenn sie ein Pokémon, ein Galaxo zum Beispiel angesteuert haben, hatte es bei allen mit Level 30 und drüber dieselbe WP. Und ein 29er hatte andere WP. Und ein 27er nochmal andere WP. Und jetzt ist es so mit den IVs, Movesets, Gewicht und Größe auch, dass anscheinend zum Beispiel, wenn alle dieses Galaxo ansteuern und alle Level 25 und höher sind, alles immer noch gleich ist zwischen denen. Aber zum Beispiel ein 24er könnte 100% Galaxo haben. IV ist anders, Movesets anders, Größe und Gewicht anscheinend auch. Ich habe hier ein Beispiel von der Arena-Tour. Letztens nach dem Event musste ich mich mal endlich mal wieder um ein paar Arenen kümmern. Hatte ich alle an Kevin verloren und auch keine Zeit, die zurückzuholen wegen dem Event, weil ich auf Level 40 kommen musste. Und da habe ich als Level 40er, gelber Anführer natürlich, eine Arena-Tour geplant und organisiert. Das war echt anstrengend als Anführer, das komplett durchzuplanen. Wir haben die Tour gemacht, lief am Anfang auch ganz gut und dann kam halt ein Trattini in den Top-Spawn. 98%, über 700 WP. Das haben wir uns natürlich geschnappt. Okay, wir haben gerade die Arena-Tour abgebrochen. Für ein 98% Trattini über 700 WP. Wir haben es alle bekommen, außer einer leider. Kein Kommentar. Aber die Jungs wollen die jetzt alle entwickeln. Dann bin ich natürlich auch dabei. Die hier. Erstmal alle zusammen entwickeln, würde ich ja, sagen. Warte. Ja. Komm erstmal zurück und dann schauen wir mal. Ich hab nicht genug Bonbons dabei. Ich hab genug. Ja, schick mal rüber. Gibt es schön eine Geld-Arena hier? Ach, da vorne ist, ja eben, die ist gerade gelb geworden. Okay. Ja, erstmal zu Dragonier ist Stimmt, eh egal. Erstmal Dragonier, ja. Dragonier ist eh egal. Wie ein Hose. Dragonier? Achso. Dragonier haben wir schon alle. Ja, ja. Alter, hat sich schon wieder gelohnt. Ja, wir machen schon. Wir machen es gerade. Zwei Sekunden.
Und. Oh, Drachenlute, Wutanfall. Drachenlute, Wutanfall. Nice. Tschüss. Nice. Tschüss. AA, oder? Oi. Fast 3000. Oi. Ja, ist nicht schlecht, ne? Ungepusht. Bei dir? Ungepusht, das ist das Wichtige. AA, Drachenlute, Wutanfall. Ja. Ich auch, ja. Echt jetzt? Ja. Crazy. Der ist nice. So, in der Theorie klingt das ziemlich krass, aber wenn man sich's mal genau überlegt, in der Praxis, macht es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied. Beziehungsweise eigentlich gar keinen. Weil echt jeder eigentlich Level 25 und höher ist. Sogar die zwei, dritt, viert Accounts von den Leuten sind 25 und höher. Also das müsste echt vollkommen irrelevant sein. Es gibt halt natürlich hoffentlich immer neue Spieler, die neu anfangen und so. Und die könnte es betreffen, aber selbst da denke nicht, dass irgendein Level 10 Typ jetzt rumscannt und nur auf 100%ige Jagd macht und dementsprechend das dann für ihn nicht funktionieren wird. Aber für uns ist es halt jetzt relevant, weil die Maps mit Bots laufen. Und die Bots sind alle Low Level, niedriges Level. Und wenn die jetzt irgendwie die IVs ermitteln, haben die halt nur die Low Level IVs. Und da die IVs für uns erst ab Level 25 und höher gleich sind und relevant, müssen jetzt halt Bots rumlaufen, die Level 25 und höher sind. Das ist der einzige Unterschied. Ob das machbar ist und ob das funktionieren wird und wie lange das dauern wird, das hängt natürlich von Philipp ab, dem Map-God. Damit habe ich nichts zu tun, schreibt mir nicht wieder, Leute. Aber das ist echt der einzige Unterschied. Es gibt ein paar Theorien, wieso das eingeführt wurde. Anti-Spoofing, Shinies kommen, Maps werden dadurch geschwächt. Aber um ehrlich zu sein, die Map läuft absolut fein, außer dass man halt jetzt keine IVs sieht. Also beziehungsweise schon, aber die nicht unbedingt korrekt sein müssen für das jeweilige Level von einem. Und ansonsten läuft die Map fein, also früher gab es auch Maps, beziehungsweise früher gab es auch keine IVs, keine Attacks und so und wir sind trotzdem hingefahren, Scanner-Touren, dies, das. Also das macht erstmal keinen großen Unterschied. Natürlich ist es für mich leidend, weil ich 100% Sammler bin. Und wenn jetzt irgendwo was 100%iges auftaucht, dann kann ich nicht sicher sein, dass es 100%ig ist für mich. Und das ist echt der einzige Unterschied momentan, aber das wird demnächst sicher gefixt. Das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Schreibt noch in die Kommentare, was ihr von der Veränderung haltet. Habe ich vielleicht irgendein Argument, irgendwas Wichtiges vergessen, das man noch erwähnen sollte? Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.